Es wird Zeit, diese Nägel aufzuhübschen. Wie ihr sehen könnt, in geringer Auswuchs, aber zwei sind abhanden gekommen. Ich muss dazu sagen, hier habe ich immer wieder mit Liftings zu kämpfen. Aber der Aufgabe stellen wir uns jetzt ganz einfach. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie ihr sehen könnt, sind wir schon dabei, die Vorbereitungen zu treffen. Ich schiebe mir zuerst die Nagelhaut zurück. Dann habe ich euch mal ein Stückchen näher geholt, um für euch eine bessere Draufsicht zu haben. Jetzt entferne ich einen Teil des alten Materials und ihr werdet gleich sehen, wir haben hier wirklich mal mit etlichen Liftings zu kämpfen. Aber wie gesagt, das hält uns nicht davon ab. Wir stellen uns dem Problem und machen das Beste draus. Nun wird auch schon die unsichtbare Nagelhaut mit dem Fräserbit entfernt und dann kommen auch noch die letzten Vorbereitungen, sprich Liftings entfernen, Form und Länge zurechtfeilen und den Naturnagel wieder anrauen. Weil ich heute faul bin, habe ich mich dazu entschieden, nochmal den Bit zu wechseln und die Nägel zu kürzen mittels Fräser. Und nun werden Form und Länge mit der Handfeile zurechtgefeilt. Dann werden die Liftings ebenfalls mit der Handfeile noch entfernt. Ein Teil habe ich ja mit dem Fräser schon vorbereitet. Und zum Schluss den Feilstaub gründlich entfernen. Die fehlenden Nägel habe ich wieder mit Tipps ersetzt. Ich benutze hier wieder die No-File-Tipps. Wir versuchen es ganz einfach nochmal und schauen mal, wie weit wir kommen. Nach einer Trockenzeit von ca. 2 Minuten habe ich dann die Tipps gekürzt. Und dann in Form und Länge angeglichen. Im nächsten Schritt habe ich dann das Gel, sprich das Optimo-Ed Grundiergel, aufgetragen und für 60 Sekunden in meiner LED-Lampe aushärten lassen. Heute machen wir eine Kombination aus Full Cover und French. Das heißt, ich trage zwei verschiedene Aufbaugele auf, einmal ein Make-up-Aufbaugel, sprich Acrylgel,
Ich benutze hier das Special One Caramello von Color Your Nails Acrylgel. Damit kann man ohne Beteiligung von Liquid sehr gut arbeiten. Sprich, das ist ein streichfähiges Acrylgel. Und am anderen Nagel, wo das Full Cover kommt, habe ich dann das Special One Acrylgel Clear genommen und den Aufbau gearbeitet. Nachdem dann alle Nägel ihren Aufbau hatten, habe ich den Aufbau auch schon befeilt. Um einen ebenen, gleichmäßigen Farbgelauftrag zu erzielen, habe ich dann die groben Feilspuren mit dem Buffer entfernt. Und zum Schluss, wenn alle Feilschritte erledigt sind, habe ich dann auch den Feilstaub entfernt. Es sollte schon mal etwas knallig buntes werden, deshalb sind heute zwei Neonfarben im Einsatz. Einmal haben wir hier das Neon Glitter Lime, das trage ich als Fullcover auf den einen Nagel auf. Das braucht hier zwei dünne Schichten, weil der Naturnagel doch ein bisschen durchscheint. Mein Pinsel wollte auch nicht so, wie ich wollte, aber wir haben es trotzdem hinbekommen. Und die andere Seite hat das Neon Glitter Sweet Orange bekommen, ebenfalls als Full Cover. Und nun haben wir uns an das French gewagt. Dort, wo der grüne Fullcover-Nagel war, gab es Orange als French und auf der anderen Seite genau andersrum. Das French haben wir dann in zwei dünnen Schichten aufgetragen und aushärten lassen. Und das ist der momentane Zwischenstand. Jetzt kümmern wir uns ums Design. Ich trage mir hier eine dünne Schicht Base Coat auf. Mache dies bei allen Nägeln, wo wir die French gezogen haben. Und in das noch feuchte Gel lege ich etwas Glitzer ein. Der Fullcover-Nagel bekommt etwas Spiderline-Gel. Dann habe ich mir den Fullcover-Nagel auf dem Fullcover-Nagel mit dem Spiderline-Gel die Schwitzschicht abgenommen, mit dem Buffer leicht anmattiert, damit ich dann meinen selbstklebenden Sticker gut anbringen kann.
Und dann wurde das Ganze auch schon versiegelt. Und in die Versiegelung habe ich bei dem Sticker noch zwei Steinchen eingelegt und komplett aushärten lassen. Damit die Steinchen etwas besser halten, habe ich noch einen zusätzlichen Punkt Versiegler aufgetragen und die Steinchen dann dort eingelegt. Und das, meine Lieben, war es auch schon wieder zu diesem Video. Ich sage danke fürs Zuschauen, bye bye, eure Katrin, bis zum nächsten Mal. Tschüss!